So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Geh nicht auf den Balkon, haben sie gesagt. Denk an das Wetter, haben sie gesagt. Was ist denn im Winter? Was ist im Sommer? Was ist, wenn es regnet? Es regnet. Soll ich euch das mal zeigen? Sieht man das? Da sind ganz trübe Wolken, weil es regnet. Das heißt, es ist super angenehm. Es war die ganze Zeit so mega extrem warm und heiß. Deswegen habe ich mir ein paar Getränke kühl gestellt. Und jetzt ist keine Sonne da. Es nieselt, alles ist nass und ich kann trotzdem testen auf dem Balkon, auch im Winter. Das werdet ihr sehen, da lasse ich mich doch nicht lumpen. Wir waren letztens im Müller, da habe ich schon wieder Energy Drinks gesehen. Ihr wisst, das ist das Zeug, was so ungesund ist und jedes Mal nach Pisse schmeckt. Das ist diesmal diese Firma Typhoon Energy. Kennt ihr Typhoon Energy? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Hier ist auch extra das Müller-Symbol drauf, weil die halt wahrscheinlich exklusiv für Müller sind, von Müller kommen, weil der Müller da, die Bäuerin und so. Das ist vier verschiedene Sorten, das kann ich jetzt mal hier reinhalten, dass ihr seht, was wir heute testen werden. Wir werden wieder alle vier Sorten einzeln testen im Berliner Luftgläschen und dann alle vier Sorten gemeinsam im auf die dicken Bierkrug. Das ist das Thumbnail und jetzt schieben wir das mal zur Seite und fangen mal an mit dem kleinen Berliner Luftgläschen und dem ersten Getränk. Das ist nämlich, wir fangen mit dem blauen an. Wir fangen mit diesem blauen an, das ist der normale, aber in zuckerfrei. Sugar free in dunkelblau. Machen wir mal auf, ziehen mal die Lasche. So, füllen wir einmal hier rein. Sieht natürlich aus wie immer, hat eine Energy-Farbe, wie beschreibt man das? Als gelb, als gold, als keine Ahnung, es perlt schön, es kommt frisch aus dem Kühlschrank und ich hoffe, das schmeckt jetzt wie Booster Zero. Hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit Booster Zero, ist gerade auch total erfrischend, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt den probiere, schmeckt mir sowieso Zero besser. Das ist das, was ich bei Booster sonst normal habe. Also ich sage, man braucht gar nicht den normalen, man kann den Zero trinken, den schwarzen, weil der gefühlt besser schmeckt wie der normale herkömmliche, obwohl der zuckerfrei ist. Und das erlebe ich so gut wie nie, dass zuckerfreie Sachen irgendwie annehmbar sind. Der nächste wäre der Orange. Der Orange ist ganz normal regular, also der... normale halt, der bestimmt genau die gleiche Farbe hat. Jetzt ich mal gespannt bin, wenn der Zucker hat, ob der jetzt süßer ist oder nicht. Meistens ist der Zero sogar süßer durch die Süßstoffe, ohne Zucker, Süßstoff und keine Ahnung. Wir schnüffeln mal kurz. Riecht irgendwie ein bisschen milder. Der andere war irgendwie säuerlicher und ein bisschen aggressiv, habe ich da rausgemerkt. Probieren wir mal den Regular. Ja, Regular ist jetzt nicht unbedingt süßer, obwohl er mit Zucker ist. Da finde ich den Zero, dass er irgendwie süßer schmeckt. Aber der schmeckt dafür ein bisschen wässrig. Da fehlt sogar ein bisschen was am Geschmack. Irgendwie also verkehrte Welt. Normalerweise war der Zero immer der, wo der Geschmack irgendwie flöten geht und ihr gar keinen habt. Hier würde ich trotzdem sagen, der Zero schmeckt nicht ganz so gut wie der Regular, aber ist gesünder und kannst du eben... Hol dir trotzdem lieber Zero, wenn du die Wahl hast. Dann haben wir noch Tropic und Coconut Blueberry. Wir gehen als nächstes mal zum Tropic, weil wir waren jetzt bei einem Orangen. Gehen also jetzt zu diesem lilanen, auch wieder Typhoon Energy. Puh, Tropic. Tropic ist vielleicht so wie Exotic, also wie von Booster das Orange. Mach mal auch mal auf. Ist jetzt geschmacklich, finde ich Regular wirklich am besten. Aber weil der Unterschied trotzdem nicht so extrem krass ist, würde ich den Sugar Free empfehlen. Tropic, denke ich mal, ist nichts für mich. Sieht ein bisschen gelb aus, nicht so kräftig wie die anderen. Perlt auch nicht so extrem. Ja, riecht wie, als hättest du einfach irgendwie so Traubenzucker aufgelöst in einem großen Wasserglas. Wenn der so schmeckt, dann kann der gar nichts. Schmeckt nicht ganz so schlimm, wie ich es erwartet habe.
aber ist trotzdem absolut nicht mein Geschmack. Es ist auch irgendwie so richtig brennend, so säuerlich auf der Zunge. Das ist so künstlich, das ist nix, das muss weg. Drubbig, fort, lieber Regula und Zero. Und am Ende haben wir noch Coconut Blueberry. Ich weiß nicht, wieso sie immer genau diese Kombination zusammennehmen. Die können doch einfach mal nur Coconut machen. Oder schmeckt das dann zu wenig? Die machen immer so Coconut und Blueberry in einem. Oder Blueberry alleine, aber nein, die machen immer beides zusammen. Da denke ich jetzt, dass das eine entweder eine blaue Note hat durch die Blueberry oder eine komplett weiße durch die Coconut. Und wir haben eine Mischung aus beiden, eine komplett weiß-blaue Note. Also es ist zart hellblaue. Das sieht schon mal schön aus, das ist eine gute Farbe, die geht ins Gesicht, die trifft ins Auge. Das nehmen wir so mit. Riecht jetzt auch wieder total säuerlich. Das soll die Kokosnote sein auf der Blaubeere obendrauf, aber ist irgendwie nicht angenehm. Wirkt auch wieder total chemisch. Kann sogar sein, dass er noch schlimmer ist als der Tropic. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt schon die anderen davor hatte, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Von Shot zu Shot wird es immer schlimmer und weiß ich nicht. Wäre auch was ich nicht nochmal kaufen würde. Kommt meiner Meinung nach auch nicht an Booster ran. Ich finde Booster immer noch cool. Ist was Geschmack hat und trotzdem mega guten Preis. Kein Rockstar, kein Monster. Ein Typhoon überzeugt mich leider auch nicht, aber zum Abschluss müssen wir natürlich noch alle zusammen mischen. Und aus dem auf die dicken Bierkrug trinken. Das heißt, wir nehmen jetzt den Regular und den zuckerfreien, schenken die jetzt mal hier ein, kommen dann mit dem Tropic und dem Blueberry Coconut hinterher. Ja, jetzt, das sieht kräftiger aus. Sieht schon aus, als wäre es Bier. Es ist aber kein Bier. Wir schenken also nochmal. Sieht das auf jeden Fall richtig gammelig aus. Jetzt hat es trotzdem eher eine gelbe Note statt diese kräftige orange Note, die es eben hatte. Das ist so auf die dicken Bierkrug. Haben wir alle vier Sorten gemischt. Das ziehen wir uns jetzt rein. Mal gucken, ob es so wieder am besten schmeckt. Ansonsten kennt ihr Typhoon. War ihr schon mal im Müller? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ja, kannst du trinken. Wenn du alle vier mischt, kommt keiner so wirklich durch. Und es ist einfach nur Kohlensäure und Säure. Das hat schon was. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hoffen irgendwas, was schmeckt wieder mal.